and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Heute am 27. Januar 2016 ist nämlich Update Nummer 3 von Prison Architect released worden oder ist released oder was auch immer. Und da ist ein bisschen was Neues dazugekommen, worauf ich mal ganz kurz eingehen werde. Eigentlich mache ich das mit den Updates ja immer so, dass ich die eigentlich nur in unserem LP so ein bisschen weiter einfach mit einbaue. Jetzt ist es allerdings so, dass ich in voller Aufregung und voller Vorfreude ein paar Folgen im Voraus fertig hatte von unserer Staffel Nummer 4. Das heißt, das gibt noch nicht, das Update bei uns in den Folgen. Deswegen mache ich da jetzt ein kleines separates Video zu. Das Ganze sieht so aus, dass es hier offensichtlich einige Änderungen gibt. Und zwar eigentlich nur drei im Grunde genommen. Zum einen werden ein Haufen Bugs gefixt oder ein Loading-Bug wird gefixt im ersten Sinne, aber das kann uns erstmal relativ egal sein, denn den hatte ich bis jetzt noch nicht. Das Wichtigste, was erstmal dazugekommen sind Guard Towers. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Das sieht so aus, dass man die separat freischalten kann und die haben den sinnvollen Zweck, dass man auf diesen Guard Towern, die kann man also quasi im Außenbereich des Gefängnisses, wie in amerikanischen Gefängnissen so, sagen wir mal, üblich, positionieren und die können dann aus der Distanz quasi mit Snipern bestückt werden, die dann im Falle eines Fluchtversuches oder eines Aufstandes brav schnell von oben quasi auf die Gefangenen runter freundlich winken können mit ihrer Schrotflinte oder ähnlichem, mit ihrer Sniper natürlich. Und eine weitere Sache ist noch dazugekommen, das wollte ich hinzufügen, es wird ein sehr kurzes Video, aber es wird ein Update-Video. Ich wollte das machen und ich habe es geschafft. Ein weiteres kurzes Info-Video, was der Punkt ist, nämlich ist eine weitere Sache dazugekommen und das sind diese Visitor-Booth, die ich mir immer mal gewünscht habe und jetzt gibt es die endlich, ich weiß, wir haben kein Geld, aber jetzt gibt es die endlich, jetzt gibt es die Möglichkeit, diese Teile, die man aus Gefängnisfilmen oder aus amerikanischen Gefängnissen ja üblicherweise kennt, nämlich wir machen eine Glasscheibe und dazwischen zwei Stühle oder links und rechts davon einen Stuhl und da kann sich dann der Gefangene und der Besucher hinsetzen und dann können die miteinander reden und dann werden diese normalerweise üblichen hier Besucherzimmer ein bisschen aufgepeppt und werden schöner und können wir dann schöner machen. Und genau das werden wir dann irgendwann auch mal im Let's Play machen, nämlich dann, wenn die ganzen jetzt vorgefertigten Folgen in Anführungszeichen rausgekommen sind. Das sind schon so zwei, drei Stückchen. Aber gut, so. Das war eigentlich das ganze Update-Video. Viel mehr gibt es nicht. Ey, auf Escape drücken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist morgen und wie gesagt, das Update wird im Knast dann irgendwann in ein paar Folgen auch angenommen. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.